Haben Sie sich jemals gefragt, welche Geheimnisse die überraschendsten archäologischen Funde der Welt verbergen? Machen Sie sich bereit, Objekte und Orte zu entdecken, die Vorstellungskraft und Verständnis herausfordern. Von seit Jahrhunderten verborgenen Schätzen bis hin zu geheimnisvollen Städten, die mehr Fragen als Antworten aufwerfen, begleiten Sie uns auf dieser Reise durch die unglaublichsten und rätselhaftesten Entdeckungen, die die Archäologie zu bieten hat. Nummer 1. Im November 2013 betrat der Amateur-Metalldetektor Lawrence Edgerton mit seinem Instrument in der Hand ein Feld in der Nähe seines Hauses in Seaton Down, Devon, England. Als er nach Hause zurückkehrte, entdeckte er einen der bedeutendsten Funde römischer Münzen, die jemals auf den britischen Inseln gefunden wurden. Insgesamt hat Lawrence 22.888 Münzen aus dem 4. Jahrhundert geborgen. Alle Münzen wurden zwischen 260 und 348 geprägt und bestehen aus einer Kupferlegierung. Die meisten von ihnen stammen aus dem 4. Jahrhundert, aus der Regierungszeit des römischen Kaisers Konstantin I oder der anschließenden gemeinsamen Herrschaft von Constantius II und seinem Bruder Konstanz. Nachdem Lawrence die Entdeckung gemeldet hatte, gab es einige Debatten darüber, wer die Münzen in Besitz nehmen sollte, aber sie landeten schließlich in den Händen des Royal Albert Memorial Museum in Exeter. Lawrence erhielt für den Fund eine Gebühr und seine Münzen sind heute als Seaton Down Hoard bekannt. Nummer 2. Im Jahr 1999 behauptete ein pensionierter Immobilieninvestor namens Hubert ZYL, unweit der Küste von St. Julians auf der Insel Malta einen Unterwasser-Megalith-Tempel entdeckt zu haben. Der Fundort ist heute als Gailbar bekannt. Einige Archäologen haben die Idee, dass es sich bei ihrer Entdeckung um einen Tempel handelte, zurückgewiesen und behauptet, es handele sich lediglich um eine natürliche Felsformation. Eine vollständige archäologische Erkundung des Gebiets wurde jedoch nie durchgeführt und niemand scheint zu wissen, warum. Es hilft nicht, dass Hubert ZYL ein bekannter Anhänger von Zechariah Sitchin war, der an die antike Astronautentheorie glaubte und als erster über die Existenz eines mythischen Planeten namens Nibiru schrieb. Dies machte es Experten leicht, Hubert ZYL als Exzentriker abzutun. Er behauptete auch, von der Göttin Astarte, der Königin von Atlantis, zu der Entdeckung geführt worden zu sein, was seinem Fall ebenfalls nicht viel half. Erschwerend kommt hinzu, dass bei nachfolgenden Tauchgängen der Tempel nicht gefunden werden konnte, nicht einmal bei den Tauchgängen, an denen Hubert ZYL selbst teilnahm. Wir möchten, wenn möglich, aufgeschlossen bleiben, aber die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte ist wirklich fraglich. Nummer 3. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu wissen, dass Holz verrottet. Im Vergleich zu Artefakten aus anderen Materialien ist die Wahrscheinlichkeit, dass moderne Archäologen Tausende von Jahren finden, bei Holzartefakten deutlich geringer. Das macht diesen Holzwagen noch bemerkenswerter. Es ist fast vollständig und wurde am Ufer des Essees in der Nähe der Stadt Elchen in Armenien gefunden. Unglaublicherweise ist der Streitwagen fast 4000 Jahre alt. Es ist eines der ältesten Autos der Welt und zweifellos das am besten erhaltene Auto seiner Art aus dieser Zeit. Im Dezember 2017 wurden fast ein Dutzend weitere vier- und zweirädrige Karren entdeckt, von denen jedoch keiner so gut erhalten ist wie dieser. Die Karren sind komplett aus Eichenholz gefertigt und hatten einst einen Stoffbezug auf der Innenseite der Räder. Neben ihrem Alter überraschte Experten an den Autos auch, wie klein einige von ihnen sind. Es wurde spekuliert, dass die Karren nicht von Pferden oder Ochsen, sondern von Menschen gezogen wurden. Wenn ja, wäre es für jemanden eine ermüdende Arbeit gewesen. Nummer 4. Die Indus-Tal-Zivilisation, auch als Harappan-Zivilisation bekannt, blühte zwischen etwa 2600 v. und 1900 v. Chr. Im heutigen Pakistan und Nordwestindien. Sie ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt und zeichnete sich durch fortschrittliche Stadtplanungstechniken, Architektur sowie Wasser- und Sanitärsysteme aus.
Städte wie Harappa und Mohenjo-Daro wurden mit einem hohen Maß an Planung gebaut. Sie verfügten über gerade Straßen, ausgeklügelte Entwässerungssysteme und Ziegelbauten. Die Häuser bestanden aus gleichmäßig gebrannten Ziegeln und viele verfügten über Badezimmer und Abwassersysteme. Zu den öffentlichen Gebäuden gehörten Scheunen und Gemeinschaftsbäder. Die Wirtschaft basierte auf Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Sie bauten Weizen, Gerste und Erbsen an und züchteten Tiere wie Rinder und Schafe. Der Handel war sowohl vor Ort als auch mit entfernten Regionen wie Mesopotamien aktiv. Sie verwendeten Stempel zur Kennzeichnung von Waren und verfügten über ein System von Gewichten und Maßen. Die noch nicht entzifferte Schrift dieser Zivilisation besteht aus kurzen Inschriften auf Siegeln und Tontafeln. Religion und soziale Struktur bleiben aufgrund des Mangels an langen schriftlichen Texten weitgehend ein Rätsel. Der Niedergang der Indus-Tal-Zivilisation begann um 1900 vor Christus, möglicherweise aufgrund von Klimaveränderungen, Naturkatastrophen oder Invasionen. Obwohl vieles über diese Zivilisation unbekannt bleibt, werden ihre Fortschritte in der Stadtplanung und Technologie auch heute noch bewundert. Nummer 5. Heutzutage machen sich die Leute über jeden lustig, der auf seinem Social-Media-Profil oder an den Wänden seines Hauses ein kitschiges Motto wie Liebe, Lache, Liebe hat. Das sollten sie jedoch nicht, denn schon seit Menschengedenken schreiben Menschen ebenso abgedroschene Gedanken über Gegenstände. Nehmen Sie zum Beispiel diese Sammlung von 80 Bronzespiegeln. Im April 2021 wurden die Spiegel auf einem Friedhof in der chinesischen Provinz Shaanxi entdeckt. Die Gräber, aus denen die Spiegel stammen, stammen vermutlich aus der Zeit der streitenden Reiche und sind laut Archäologen etwa 2200 Jahre alt. Obwohl viele der Gräber im Laufe der Antike geplündert wurden, blieben die Spiegel intakt, möglicherweise als Zeichen des Respekts. Moderne Archäologen haben solche Vorbehalte nicht und haben sie daher neben den Köpfen der Toten entnommen. Gelegentlich wurden Spiegel mit Spuren von Seide entdeckt, was darauf hindeutet, dass sie vor Beerdigungen in Seidenbeutel oder Beutel gesteckt wurden. Sie wurden auf den Körpern von Männern und Frauen gefunden, was darauf hindeutet, dass die symbolische Rolle, die sie spielten, universell war. Ewiges Glück, lebe lange in Erinnerung und Reichtum für meine Familie sind einige der darauf eingravierten Mottos. Nummer 6. Auf die Frage nach der Farbe des Kelches des Lykurg gibt es keine richtige Antwort. Es kann zweifarbig sein, abhängig von der Blickrichtung und der Beleuchtung zum Zeitpunkt der Betrachtung. Diese 1600 Jahre alte Kuriosität hat alle, die sie seit Jahrhunderten gesehen haben, fasziniert und verblüfft. Der Becher wurde aus dichroitischem Glas hergestellt, das Lichtpartikel auf unterschiedliche Weise reflektieren kann. Wenn Sie das Glas von hinten beleuchten, erscheint es grün, wenn Sie es jedoch direkt von vorne beleuchten, wird die Farbe rot. Die Person, die es hergestellt hat, verstand mit ziemlicher Sicherheit die Prinzipien des von Ihnen verwendeten Glases, auch wenn sie nicht wusste, warum es sich so verhielt. Archäologen haben noch nie etwas Ähnliches gefunden, was angesichts der Feinheit des Bechers nicht verwunderlich ist. Daher können wir die Möglichkeit nicht ausschließen, dass nur eine Person im alten Rom das Potenzial von Glas erkannte und wusste, wie man daraus schöne Dinge herstellen kann. Nummer 7. Die Kischtafel, ein Kalksteinartefakt, das nach seiner Entdeckung in der antiken sumerischen Stadt Kisch im Irak benannt wurde, hat hinsichtlich seines Entdeckungsdatums für einige Verwirrung gesorgt. Einige Quellen gehen von 1923 und andere von 1933 aus. Wissenschaftler haben die Tafel aufdatiert die Uruk-Zeit vor mehr als 5000 Jahren. Nach Ansicht der meisten Experten für antike Sprachen und Kulturen, die Kischtafel untersucht haben, gilt sie als das älteste schriftliche Dokument der Welt und ist daher von großer Bedeutung. Die teilweise piktografische Schrift auf der Tafel scheint jedoch eine Art Protokollschrift zu sein.
Die Übersetzung protokollschriftlicher Inschriften stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar, was darauf hindeutet, dass das Verständnis der Botschaften der Tafel wahrscheinlich weitere Fortschritte in unserem Verständnis früh geschriebener Sprachen erfordert. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass die Kischtafel wichtige Botschaften enthält, bleibt es ungewiss, ob wir ihren Inhalt jemals vollständig verstehen können. Nummer 8. Unser nächstes mysteriöses Artefakt ist als das siebenarmige Schwert bekannt, obwohl es auch als Shashido-Schwert bekannt sein kann. Der Legende nach wurde dieses zeremonielle Schwert von einem König aus Baekje im heutigen Südkorea einem Herrscher der japanischen Provinz Yamato geschenkt. Es muss bereits im Jahr 720 existiert haben, da es im Nihon Shoki, auch bekannt als die Chroniken Japans, erwähnt wird, das in diesem Jahr fertiggestellt wurde. Im Text heißt es, dass sie im 52. Jahr der Regierungszeit von Kaiserin Qingu gegeben wurde, obwohl diese Figur fast mythisch ist und keine Datierung im Zusammenhang mit ihrer angeblichen Regierungszeit verlässlich ist. Das ungewöhnliche Schwert ist fast 1,20 m lang und besteht aus Eisen. Aus der zentralen Klinge ragen 6 Ausstülpungen wie Zweige heraus. Es gilt als so wertvoll, dass es nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und im Isonokami-Schrein in der Präfektur Nara unter Verschluss gehalten wird. Auf der Seite des Schwertes befindet sich eine Inschrift, die ins Englische übersetzt heißt, am Mittag, am 16. Tag des 11. Monats, im 4. Jahr von Ta, wurde dieses Schwert aus 100-fach gehärtetem Stahl hergestellt. Dieses Schwert stößt ab 100 feindliche Soldaten und wird dem Lord Duke durch Good Fortune geschenkt, was es eindeutig als Geschenk auszeichnet. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wer es an wen verliehen hat. Nummer 9. Es gab eine Zeit, da glaubten wir, die sogenannte Himmelsscheibe von Nebra zu verstehen. Experten waren sich ziemlich sicher, dass es etwa 3600 Jahre alt war und die Sonne, eine Mondsichel und die Sterne, aus denen die Plejaden bestehen, darstellte. Doch im September 2020 waren all diese Theorien überholt. Zwei Experten der Goethe-Universität in Frankfurt sind zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich 1000 Jahre jünger ist als bisher angenommen und es sich daher um ein Reliquiar aus der Eisenzeit handelt. Eine Änderung des Alters des Artefakts bedeutet, dass auch astronomische Annahmen darüber, was es darstellt, als veraltet angesehen werden müssen. Es stellen sich auch neue Fragen zur Herkunft des Artefakts. Es wurde 1999 in Sachsen-Anhalt, Deutschland, entdeckt, aber das für seinen Bau verwendete Kupfer stammt aus Österreich und das Gold und die Bronze stammen aus Cornwall, England. Jemand hat sich große Mühe gegeben, es mit Hilfe von Materialien zu erstellen, die an verschiedenen Orten gesammelt wurden. Wenn wir jedoch mit ihrem Alter um 1000 Jahre falsch liegen, müssen wir akzeptieren, dass es sich bei den abgebildeten Sternen wahrscheinlich nicht um die Plejaden handelt. Was könnten sie stattdessen darstellen? Leider haben wir im Moment keine Ahnung. Nummer 10. Wave Rock. Das Meer ist nicht der einzige Ort in Australien, an dem man Wellen fangen kann. Eine atemberaubende Welle, die niemals bricht und in der die Zeit völlig eingefroren ist, liegt nur 3 Kilometer östlich der verschlafenen Stadt Aden im australischen Goldgürtel. Im Laufe der Jahre hat The Wave Rock eine wichtige Rolle im Leben der australischen Ureinwohner gespielt. Er ist 2,63 Millionen Jahre alt, lange bevor Dinosaurier die Erde besiedelten, und bildet die Nordseite des Hinrock, eines massiven Inselbergs. Nummer 11. Eternal Flame Falls. Eternal Flame Falls ist ein 35 Fuß hoher Wasserfall mit einer Grotte, in der sich ein kleines, etwa Zentimeter großes, flackerndes Licht befindet, das vor tausenden von Jahren von amerikanischen Ureinwohnern angezündet wurde. Lange glaubte man, dass das Feuer durch aufsteigende Gasblasen aus dem alten, sehr heißen Schiefergrundgestein brannte. Wissenschaftler fanden jedoch heraus, dass der Schiefer unter dem Wasserfall weder heiß noch alt genug ist, um Gasblasen zu bilden.
Diese Flammen und diese Sickerstellen existieren seit Millionen von Jahren an diesen Orten, und sie wissen, dass das Quellgestein in etwa 400 Metern Tiefe nicht besonders warm ist und nicht einmal viel Gas produzieren sollte, aber es ist so und es läuft nicht aus. Ihre Idee ist also, dass die kontinuierliche Gasbildung in der Tiefe auf einen separaten Mechanismus zurückzuführen ist. Mit anderen Worten, etwas anderes muss die ewige Flamme am Brennen halten, aber die Forscher wissen immer noch nicht, was es ist. Nummer 12 Al-Nasla-Felsformation. Die Al-Nasla-Felsformation erhebt sich über ihre Umgebung und weist jahrtausende alte Petroglyphen sowie Spuren menschlicher Bewohner aus der Bronzezeit auf. Das bemerkenswerteste Merkmal ist jedoch, dass er in zwei Hälften geteilt ist und jedes Stück des Blocks auf einem dünnen, kleinen Sockel ruht. Obwohl viele Menschen bezweifeln, dass die Natur eine solche Erscheinung hervorgebracht haben könnte, sind wichtige geologische Faktoren für eine der beeindruckendsten Felsformationen der Welt verantwortlich. Auf der Rückseite von Al-Nasla befindet sich ein weiteres gebrochenes Gelenk parallel zum Hauptriss, was ein Hinweis sein könnte. Die Erosion von Sandstein und Kalkstein führt zu spektakulären Erscheinungen auf der gesamten arabischen Halbinsel. Erdbeben und Verwerfungslinien könnten bei der Entstehung der Al-Nasla-Spalte eine Rolle gespielt haben. Obwohl sein Schicksal unausweichlich ist, bleibt Al-Nasla ein geologisches Wunder. Nummer 13. Der Berg der Kreuze ist ein Wallfahrtsort im Norden Litauens. Die genaue Geschichte der Praxis, Kreuze auf dem Hügel zu hinterlassen, ist unbekannt, aber man geht davon aus, dass die ersten Kreuze nach einem Aufstand im Jahr 1831 aufgestellt wurden. Im Laufe der Jahrhunderte trugen katholische Besucher nicht nur Kreuze und Kruzifixe, sondern auch Statuen der die Jungfrau Maria, Schnitzereien litauischer Patrioten und tausende Miniaturbildnisse und Rosenkränze. Die genaue Zahl der Kreuze ist unbekannt, Schätzungen gehen jedoch von etwa 55.000 im Jahr 1992 aus. Der Berg der Kreuze ist ein beliebter Wallfahrtsort in Litauen und symbolisiert das friedliche Fortbestehen des litauischen Volkes trotz der Gefahren, denen es im Laufe der Geschichte ausgesetzt war. Litauen wurde nach der dritten Teilung des polnisch-litauischen Commonwealth im Jahr 1795 Teil des Russischen Reiches. In den Jahren 1831 und 1863 versuchten Polen und Litauer, die russischen Herrscher zu stürzen, scheiterten jedoch. Diese beiden Aufstände sind mit den Ursprüngen des Hügels verbunden, als Familien begannen, symbolische Kreuze an der Stelle einer alten Festung auf dem Hügel zu errichten. Nach dem Fall der Sowjetunion im Jahr 1990 erfreute sich die Herstellung litauischer Kreuze großer Beliebtheit und der Hügel wurde als Hommage an das Engagement des litauischen Volkes errichtet, seine religiöse und nationale Identität in diesen schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Infolgedessen nahm die Zahl der Grenzübertritte in den Jahren nach der Sowjetzeit zu und die litauische Öffentlichkeit konnte, frei von religiöser Unterdrückung, ihren Glauben ohne Angst vor Verfolgung ausüben. Nummer 14. Die Huaya Picchu-Wanderung in Peru kann manchmal schwierig und beängstigend sein, aber sie ist zweifellos eine der besten Aktivitäten in Machu Picchu, der legendären verlorenen Stadt der Inkas. Lassen Sie sich durch den Namen nicht beunruhigen, obwohl sie aufgrund ihres steilen und schmalen Weges auch als Treppe des Todes von Machu Picchu bezeichnet wird, kam es hier im Laufe der Jahre nur zu sehr wenigen Unfällen und Todesfällen, und sie ist ziemlich sicher, solange man nicht unvorsichtig wird. Huaya Picchu hat eine Höhe von 2693 Metern und nur schmale Treppen führen nach oben. Die beeindruckende Aussicht von oben ist der Hauptgrund, warum Menschen den Huaya Picchu besteigen. Es gibt keinen besseren Ort, um die Inka-Ruinen von Machu Picchu zu betrachten als aus dieser Perspektive. Die Besteigung des Huaya Picchu dauert etwa 2 Stunden. Nummer 15. Die Baraba-Höhlen sind eine Reihe von Felshöhlen im indischen Bundesstaat Bihar. Diese Höhlen sind von bedeutendem Alter und stammen aus der maurischen Zeit, was sie zu den ältesten Felshöhlen in Indien macht.
Sie sind für ihre Inschriften bekannt, von denen einige aus der Zeit des maurischen Monarchen Ashoka stammen. Diese Höhlen befinden sich auf dem Baraba-Hügel und dem angrenzenden Nagarjun-Hügel, wobei einige als separate Höhlengruppe betrachtet werden. Sie wurden aus massivem Granitgrundgestein gehauen und die meisten haben zwei Kammern. In der ersten befanden sich große Versammlungen von Gläubigen, während in der zweiten ein Stupa, ein hügelförmiges Bauwerk mit Reliquien, untergebracht war. Die Architektur dieser Höhlen ist besonders bemerkenswert aufgrund der maurischen Politur im Inneren der Kammern, die einen charakteristischen Echo-Effekt erzeugt. Dieser Effekt hätte Auswirkungen auf die in den Höhlen versammelten Gläubigen gehabt und dem Erlebnis eine spirituelle Dimension verliehen. Nummer 16. Gummiwamp ist eine archäologische Stätte in der Nähe von Groton, Connecticut, in den Vereinigten Staaten. Dieser Ort ist für seine zahlreichen Steinbauten bekannt, über deren Alter oder Funktion es jedoch keine Einigkeit gibt. Über seinen Ursprung wurden mehrere Hypothesen aufgestellt, von Bauten der amerikanischen Ureinwohner bis hin zu Bauten aus der europäischen Kolonialzeit. Eine der auffälligsten Hypothesen besagt, dass die Gungiwamp-Bauwerke zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert von irischen Mönchen erbaut wurden. Diese Behauptung basiert auf der Existenz ähnlicher Bauwerke in Irland und der Idee, dass diese Mönche über den Atlantik segelten, um den Wikingern auszuweichen. Für diese Behauptung mangelt es jedoch an stichhaltigen Beweisen, und sie war Gegenstand von Kontroversen unter Wissenschaftlern.